Gamescom is back. Die Gamescom findet dieses Jahr wieder vor Ort in Köln statt und ihr könnt vom 24. bis zum 28. August kommende Spiele in den Eventhallen sehen und sogar ausprobieren. Aber eigentlich geht's sogar schon am 23. August los. Da kündigt Game Wars-Moderator Jeff Keighley im Rahmen der Opening Night Live nämlich neue Spiele an, zeigt Trailer-Premieren und begrüßt überraschende Gäste. Am Mittwoch dürfen dann Presse und Fachbesucher einen ersten Blick in die Hallen wagen, bevor die Gamescom ab Donnerstag ihre Pforten für alle Besucher öffnet. Damit ihr wisst, welche Spiele ihr in welchen Hallen zu sehen bekommt, liefern wir euch hier einen ersten Überblick zu einigen der wichtigsten Highlights. Die Angaben sind jedoch ohne Gewähr und einige Publisher haben ihre Pläne auch noch nicht final angekündigt. Haltet also die Augen offen, es wird noch viel mehr zu entdecken geben. In Halle 7 findet ihr unter anderem Ubisoft. Dort könnt ihr nicht nur Roller Champions anspielen, sondern euch auch in einem 300 Quadratmeter großen Kinosaal eine exklusive Präsentation zum Open-World-Piratenabenteuer Skull & Bones ansehen. Außerdem wirbt der französische Publisher mit einem Community-Bereich mit Panels von Spieleentwicklern und Community-Managern. Ein extra Just Dance-Stand findet ihr außerdem in Halle 10.2. Team 17 ist gleich mit 16 Spielen in Halle 7 vertreten. Noch ein Spiel mehr und die Ankündigung wäre richtig schön symmetrisch. Der Stand ist aufgeteilt in einen 18er, 16+ und USK 0 bis 12er Bereich, wo alle auf ihre Kosten kommen sollen. Zusammen mit Astragon zeigt der Publisher den Autopsy Simulator, Age of Darkness Final Stand, Golf with Your Friends, die Animal Crossing Alternative Hoco Live, Overcooked All You Can Eat, Honey, I Joined a Cult und ein bis jetzt noch komplett unangekündigtes Spiel. Und weil Astragon auch mit dabei ist, könnt ihr unter anderem zum allerersten Mal den Bausimulator selbst anspielen. Fans von Medieval Dynasty werden am Stand von Toplitz glücklich. Dort gibt es nämlich ein erstes Hands-on für die Konsolenversion sowie noch mehr Dynasty-Futter mit Sengoku und Wild West Dynasty. Außerdem findet ihr dort auch Anstoß 22, falls es euch eher ins Sportmanagement zieht. Krafton, die unter anderem PUBG und seit neuestem auch die Subnautica-Macher Unknown Worlds vertreten, sind ebenfalls in Halle 7. Besonders spannend dürfte der erste Blick auf eine neue Marke sein, die Unknown Worlds erst auf der Opening Night live enthüllen will. Von der wissen wir aktuell nur, dass es rundenbasiertes Gameplay in einem Sci-Fi-Setting geben soll. Und dass ihr das neue Spiel am Stand von Krafton anspielen könnt. Bandai Namco ist ebenfalls auf der Gamescom, mit einem überschaubaren, aber spannenden Line-Up. Ihr könnt zum Beispiel die Management-Simulation Park Beyond zum ersten Mal selbst ausprobieren. Genau wie einen Appetit haben zu The Dark Pictures Anthology The Devil in Me. Giant Software machen ihrem Namen alle Ehre. Auf 500 Quadratmetern soll es laut eigenen Aussagen mehr Landwirtschaft denn je geben. Die Macher des Landwirtschaftssimulators haben sogar einen echten Traktor dabei. Den Namen Level Infinite kennt ihr vielleicht noch nicht, die Spiele dahinter aber ganz bestimmt. Der Publisher lässt euch an seinem Stand nämlich Warhammer 40k Darktide und den Hardcore-Multiplayer-Shooter GTFO anspielen. V-Rising ist ebenfalls mit von der Partie, genau wie der Rhythmus-Shooter Metal Hellsinger und das gerade erschienene Open-World-Action-Spiel Tower of Fantasy. Bei letzterem haben die Entwickler übrigens getwittert, dass euch eine Überraschung erwartet, wenn ihr am Tower of Fantasy-Stand einen Omnium-Burger bestellt. Soweit zu Halle 7. Weiter geht's mit Halle 8. Den Anfang macht hier die Xbox-Booth. Verteilt auf 36 Stationen gibt es neue Spiele aus den kommenden 12 Monaten und bereits veröffentlichte Titel der Xbox-eigenen Studios und deren Partner zum Ausprobieren. Unter anderem findet ihr hier Obsidian Entertainments Mittelalterspiel Pentiment, außerdem könnt ihr den Flugsimulator Age of Empires 4 oder Grounded anspielen, das im September den Early Access verlässt. Außerdem könnt ihr A Plague Tale Requiem ausprobieren, was bis jetzt nur über das Tribeca Film Festival möglich war. Ebenfalls düster, aber ein bisschen kampflastiger geht es in Lies of P zu, einer düsteren Neuinterpretation von Pinocchio. Falls ihr es lieber entspannt und malerisch habt, empfehlen wir euch einen Blick auf das Adventure Planet of Lana, das ihr dort ebenfalls anspielen könnt. Die besonders Mutigen unter euch können am Stand über die berühmte Planke aus Sea of Thieves gehen. Oder ein Selfie mit der 5 Meter großen Broodmother, einer besonders fiesen Spinne aus Grounded, machen. Kann man machen, klingt aber auch ein bisschen gruselig. Ein bisschen weniger einschüchternd ist da wahrscheinlich Vasco, der Robotergefährte aus Bethesda Starfield, der als Figur in Lebensgröße vertreten ist. Den Flugsimulator gibt es aber nicht nur an der Xbox-Booth, sondern auch an einem eigenen Aerosoft-Stand.
Der Paderborner Simulationsspezialist präsentiert an seinem Stand drei echte Simulatoren. Ein Full-Motion-Simulator, ein Offroad-Truck aus Heavy-Duty-Challenge und das Führerhaus eines Feuerwehrautos, die ihr alle steuern könnt. Außerdem zeigen sie selbstverständlich die Simulatoren und Tycoons, für die Aerosoft bekannt ist. Von Omnibus über Schneeraupen bis hin zum Microsoft-Flugsimulator. Am Stand könnt ihr außerdem Produkt- und Community-Manager treffen, die an eurer Meinung interessiert sind und einen ersten Blick auf bis jetzt noch unangekündigte Titel werfen. 3D Realms zeigt auf der Gamescom ebenfalls sein Portfolio. Aktuell wissen wir von 5 Spielen, die am Stand spielbar sind. Das Action-Horror-Spiel Kaltik, das Sci-Fi-Koop-Game Ripout, Wrath Aeon of Ruin und 2 bis jetzt unangekündigte Titel, die ihr auch direkt am Stand ausprobieren könnt. Die Spezialität der Thunderful Group sind Spiele, Hardware und Zubehör rund um die Nintendo Switch. An ihrem Stand könnt ihr deswegen herausfinden, wie sich aktuelle Titel auf Nintendos Hybridkonsole schlagen. Das geht von Planet of Lana über das Rätselspiel Lego Brick Tales bis hin zu Action-Adventures wie Wavetale oder dem Detektiv-Roguelite Paper Cut Mansion. Eine kleine, aber feine Bude haben dieses Jahr Humble Games. Die kennt ihr vielleicht von Unpacking, dem Auspack-Rätselspiel. Vor Ort gibt es dieses Jahr eine Demo von Minikos Night Market, einem Spiel, in dem ihr Katzen anbauen und eure Waren dann auf dem Nachtmarkt verkaufen könnt. Ja, anbauen. Auf einem Feld. Wie Kopfsalat. Der Stand von THQ Nordic auf der Gamescom 2022 wird doppelt so groß wie der von 2019. Auf satten 1000 Quadratmetern lässt euch der Publisher insgesamt 9 Spiele antesten. 4 davon sind sogar noch unangekündigt. Welche Spiele genau zu sehen sein werden, wurde noch nicht bestätigt. Der Publisher vertreibt aber unter anderem das Alone in the Dark Remake, das Gothic Remake, Jack the Lions 3 und SpongeBob Schwammkopf The Cosmic Shake. PlayOn, ehemals Koch Media, ist ebenfalls auf der Gamescom. Genau wie THQ Nordic gehört auch PlayOn zur Embracer Group. Die beiden sind also quasi Nachbarn. Am Stand findet ihr Saints Row, das direkt zu Beginn der Gamescom erscheint, das Adventure Kona 2 Broom und den Goat Simulator 3. PlayOns Label, Prime Matter, feiert seine Gamescom-Premiere und präsentiert dieses Jahr unter anderem Mountain Blade 2 auf Konsolen. Einen Publisher haben wir noch für euch. In Halle 9 findet ihr nämlich Sega, wo Strategiefans Company of Heroes, Total War Warhammer 3, Humankind und Two Point Campus ausprobieren können. Endless Dungeon bringt außerdem eine Prise Twin-Stick-Action an den Start und Entwickler Atlus präsentiert sein neues RPG Soul Hackers 2. Am TikTok-Stand in Halle 7 findet ihr Sega übrigens auch, und zwar mit einer Weltpremiere. Zum ersten Mal könnt ihr dort Sonic Frontiers anspielen. Aber das war noch nicht alles. In Halle 10 findet ihr die bekannten Community-Areas der Gamescom. In der Indie-Area findet ihr, wie der Name schon sagt, auf tausenden Quadratmetern hunderte unterschiedliche Indie-Entwickler aus zahlreichen Ländern, die ihre Werke mit euch teilen wollen. Organisiert sind die Indies an diversen Gruppenständen, beispielsweise der traditionell vertretenen Indie-Arena-Booth, der Indie-Area Home of Indies von Factory C oder an diversen Ständen von Bundesländern. Abgesehen davon, dass hier ein potenzieller Überraschungshit nach dem anderen schlummert, bietet die Indie-Area noch einen weiteren Vorteil. Die meisten Dev-Teams sind direkt vor Ort und können all eure Fragen zum Spiel, aber auch generell zum Game-Design beantworten. Mit dabei ist zum Beispiel The Wandering Village, in dem ihr ein Dorf auf dem Rücken eines riesigen Pflanzenwesens baut. Auch die Macher von X4 sind vor Ort, außerdem gibt's den Bierbrau-Simulator, eine Fortsetzung des Adventures Coffee Talk, Prim, ein Point-and-Click im Tim Burton-Stil und noch viel mehr. In der Retro-Area findet ihr im Kontrast zu den ganz frischen Indies die etwas älteren Semester der Gaming-Industrie. Egal ob alte Konsolen, alte PCs oder vergessen geglaubte Spiele. Ein Streifzug durch die Retro-Area weckt auf jeden Fall Kindheitserinnerungen. Oder zeigt euch, wo die heutigen Blockbuster ihre Wurzeln haben, je nachdem, wie lange eure Kindheit schon her ist. Richtig bunt geht es im Cosplay-Village zu. Dort seht ihr nicht nur ein paar der besten und ausgefallensten Kostüme der Cosplay-Szene, sondern könnt euch auch auf Panels und Workshops mit anderen über euer Hobby austauschen. Und vielleicht sogar noch den ein oder anderen Kniff dazulernen. Das war unsere Zusammenfassung der Highlights, die euch dieses Jahr auf der Gamescom erwarten. Wenn ihr auch vorbeischauen wollt, findet ihr die Links zu weiteren Infos und zum Ticketverkauf in der Videobeschreibung.